Hallo ihr Lieben, das ist eine neue Folge zur Schrebergarten-Doku. Ich heiße Lars und heute geht's weiter in Sachen Kiholbeet. Um das Geschichtchen handelt es sich. Ich habe da schon zwei Folgen zu gedreht. Wer das Ganze verpasst hat, ich werde euch das mal oben rechts verlinken. In der Zwischenzeit ist hier natürlich mehr Erde hingekommen. Ich habe ein bisschen Steine hergebracht, habe auch schon versucht, eine Mauer zu bauen, aber das war alles nicht so stabil. Es waren Versuche. Versuch macht klug und der Versuch ist halt gescheitert. Deswegen, heute gehe ich bei, es geht weiter, das Ganze stabiler hinzukriegen. Auf jeden Fall habe ich hier jede Menge Steine. Die lagen ja vorher hier. Und da drüben könnt ihr sehen, da hinten ist noch ein Steinhaufen, das sind die gleichen Steine, den kann ich mir auch noch wegholen, habe ich abgeklärt. Und ja, dann gehe ich erstmal die nächsten Schritte wieder in Sachen Kiholbeet. Also, ich lege jetzt los. Das erkennen. Ich habe natürlich die Steine jetzt anders hingelegt als vorher und so ein bisschen stufiger. Ich glaube, das gibt ein bisschen mehr Stabilität. Ich werde es ausprobieren, wird die Zeit zeigen. So werde ich auf jeden Fall weitermachen. Das sieht irgendwie auch echt geil aus, finde ich. Okay, weiter geht's.
jetzt aus. Ich habe das weitergemacht, stufig. Hinten statt einer Ecke eine Rundung rein. Das gefällt mir viel, viel besser. Das soll auch für heute reichen. Ich bin heute nicht ganz so fit. Deswegen wird das eine recht, ja, ich weiß nicht, ob sie kurz wird, die Folge. Manchmal wird das ja auch trotzdem lang. Aber geschafft habe ich natürlich nicht so viel, wie ich geschafft hätte wohl, wenn ich da richtig Gas gegeben hätte. Ja, mir gefällt das ganz gut und so werde ich das weiter durchziehen. Bin gespannt, wie das am Ende aussieht. So ihr Lieben, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und bereichert. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und das Ganze verfolgt. Ich sage tschüss, euer Lars. Und übrigens nicht vergessen, ne, für die, die es noch nicht haben, einmal draufklicken. Ich würde mich freuen, euch wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss, euer Lars.